Streichhölzer. Ja, genau, Salzkräcker. Wunderbar. Oh, ich glaube, jetzt geht es ein bisschen bergauf. Ausgelaugt, das heißt, wir können gleich mal ein bisschen schlafen. Ist eh nicht mehr lange, bis die Sonne untergeht. Machen wir gleich. Da gehe ich gleich hierhin zurück, denke ich mal. Und hier hauen wir uns ein bisschen hin dann. Ich will nur noch einmal kurz die Lage checken hier. Alles voller Wölfe. Da hinten könnte man theoretisch angeln. Da hinten ist auch noch, sind auch noch Hütten. Ja, wie gesagt, ein schöner Ferienort hier eigentlich. Ist hier noch was? Das könnte ich alles zerlegen, wenn ich eine Axt hätte. Okay, ausgelaugt, hungrig und ein bisschen ausgetrocknet, obwohl das hier schon wieder einigermaßen geht. 4 Stunden Tageslicht sind noch übrig. Aufgewacht nach 7 Stunden. Okay. Kann ich sonst hier noch irgendwas gebrauchen? Nicht so wirklich, nicht so wirklich. Es sind eh nur noch 4 Stunden Tageslicht. Da können wir doch bestimmt noch zum nächsten Haus kommen. Wir versuchen es einfach. Da kann ich mich dann auch hinlegen. Muss ich allerdings hier auf den See laufen. Ich hoffe, da ist jetzt kein Wolf. Ich bin kein Wolf-Freund. Seit kurzem. Seitdem ich das Spiel angefangen habe zu spielen. Okay, sprinten kann ich auch schon nicht mehr. Ich glaube, wir sind jetzt extrem ausgelaugt. Jetzt ist meine letzte Hoffnung. Vielleicht ist hier ein Kamin drin. Einsame Hütte am See. Das andere waren nur die Hütten am See und das ist die einsame Hütte. Okay. Und die Hütte sieht genauso aus wie die anderen Hütten alle. Ich hätte wirklich gerne dieses da, um Schnee reinzufüllen. Warum das nicht geht, das ist mir echt ein Rätsel. Hier ist doch auch noch irgendwas. Streichhölzer. Ja, komm, nehmen wir mit. Auch wenn wir wahrscheinlich schon mega viel davon haben. Aber wir müssen jetzt hier sowieso gleich mal ein bisschen schlafen. Auseinandernehmen. Und beim Schlafen wird uns ja so oder so warm, von daher. Alles gut. Ist hier noch was im Regal drin? Stoff. Herstellung, Stoff für die Herstellung und Reparatur von Dingern und für Verbände. Okay. Wollte ich das letzte Mal schon immer lesen, aber da habe ich immer so schnell weitergedrückt. Hier scheint nichts drin zu sein. Nein. So, 3 Stunden noch übrig. Das ist ja noch ganz schön lange, ne? Aber ich bin total erschöpft. Deswegen würde ich sagen, wir schlafen jetzt erstmal. Und zwar eine ganze... Oh, Moment. Zurück. Wie viel Kalorien haben wir dann noch? 0 Grad. Minus 5 Grad gefühlt. 0 Grad. Das ist aber auch gefährlich. Oh, wir haben nur noch 500 Kalorien. Das ist ja... Zum Mäusemelken hier ist das ja. Okay, wir haben doch hier schön was gefunden. Wir müssen essen. Hundefutter essen wir. Essen wir. Was unseren Hund gut tut, das tut uns auch gut. Gibt sogar 500 Kalorien. Füllt das Ganze sehr schön auf. Und jetzt können wir uns ausruhen. Oh, wir müssen das eigentlich ein paar Stunden machen. Ja, danach essen wir dann gleich wieder. 11 Stunden ausruhen. So. Ab in die Haie. Was anderes können wir jetzt eh nicht machen. So, jetzt ist es bestimmt eh noch Nacht. Jetzt nehmen wir einen Mitternachtssnack. Sind ausgeruht. Das ist jetzt gerade nicht so gut. Ja, bleib mal ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Ein bisschen trinken und ein bisschen essen. Oh, alles gut? Irgendwie Verdauungsprobleme oder so? So hört sich das an. Arme, kleine. Heißt sie Jessie? Ich glaube Jessie. Ach nee, wir haben 1000 Kalorien. Okay, es geht uns einigermaßen gut. Schlafen wir nochmal 4 Stunden und dann können wir weiter. Da müsste es auch Tag sein. Doppelt gemoppelt? Ah, 2 Tage überlebt. Yay, super.
Wird aber leider nicht mehr so lange laufen. Das essen wir jetzt auch nochmal. So, zack, zack, öffnen. Schmeckt sehr gut. Gibt schön Kalorien. Aber ich leide wieder an Flüssigkeitsmangel. Wie sollte es auch sonst anders sein? Hier haben wir noch Kaffee. Das kann ich immer noch nicht machen. Das mit den Essen, das ist echt ziemlich, ziemlich blöd hier. Ach je, ach je. Oh Gott, jetzt schneit es auch noch. Das ist ja himmlisch, ist das. Ja, ganz toll ist das hier. Bitte kein Wolf, bitte kein Wolf. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt noch lang gehen müssen. Naja, müssen, können, besser gesagt. Es wäre wahrscheinlich am vernünftigsten, wieder zurückzulaufen. Denn irgendwo, habe ich zumindest gelesen, gibt es auch dort oben noch eine Hütte. Hier können wir eh nirgendwo lang. Okay. Den See haben wir jetzt... Ah, warte mal, die ganzen Hütten, die können wir doch noch. Das wäre ja noch eine Idee, die Hütten noch einmal nachzuschauen. Zumindest, wenn kein Wolf in der Nähe ist. Vielleicht finden wir da noch mal ein bisschen was zu trinken, was uns noch ein bisschen länger an Leben hält. Ach, Quatsch. Ich will doch gar keinen Ofen machen. Ich will hier das untersuchen. Oh, das Messer. Ein Messer. Jagdmesser. Nehmen. Genial. Ja, das glaube ich auch, dass wir es gebrauchen können. Was ist das? Gewehrpatrone? Bringt mir nichts ohne Gewehr. Ah, auch leer. Das ist natürlich scheiße. Immer ist alles leer. Aber es sieht so aus, als wenn die Wölfe jetzt nicht mehr da sind. Sind vielleicht weitergezogen. Hoffe ich. Kein Wolf zu sehen. Oder es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Wolfsturm. Wer weiß. Eisfischerhütten. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen, die Überschrift. Okay, gehen wir mal in das nächste Hütlein. Komm schon, lass was Schönes drin sein. Eine Wollmütze. Und Kräutertee. Toll. Bringt mir auch nicht viel. Kräutertee ohne Wasser? Sehr schlau. Eine Limo, eine Limo. Ich sehe eine Limo. Es wäre schön, wenn man die... Ah, da, man kann es sogar gleich benutzen. Das ist toll. Sehr schön. Ein bisschen was getrunken. Das hilft uns auf jeden Fall, noch ein paar Minuten zu überleben. Okay, zurück und dann gehen wir die andere Richtung. Okay. Wir brauchen einfach nur so einen kleinen Vorrat an Wasser, finde ich. Oder wirklich irgendwas, wo wir Wasser drin kochen können. Hier waren wir schon überall. Einmal quer über den See. Da waren wir noch nicht. Oh, oh, oh. Es geht uns jetzt gerade etwas besser, aber die Kälte macht jetzt gerade ein bisschen zu schaffen. Da hinten ist wieder ein Wolf. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Einfach mal auf gut Glück versuchen. Ja, ich weiß, es ist sehr kalt. Aber noch geht's ja bei dir einigermaßen. Nicht viel, aber einigermaßen. Oh mein Gott, ich kann das so nachvollziehen mit der Kälte. Ich bin ja auch so eine kleine Frostbeule, wenn es langsam Winter wird. Obwohl ich im Sommer dann immer denke, oh, lass es endlich kühler werden, wenn es so heiß ist. Da denkt man im Winter dann doch ein bisschen anders drüber. So, gibt es hier nochmal irgendwas Schönes? Fluss. Südzugang. Toll, ein Südzugang. Was ist das hier? Nix, okay. Dann folgen wir mal den Fluss. Vielleicht kommen wir nochmal irgendwo hin, was uns helfen kann. Ich habe ja auch noch einen Schlafsack. Wenn es zu kalt wird, hauen wir den einfach mal hin und dann schlafen wir eine Runde. Da sind noch Stöcke, die man einsammeln könnte. Könnte. Wir haben genug dabei, denke ich mal. Obwohl,
Nee, wir müssen erstmal hier irgendwo irgendwas finden, wo wir ein bisschen in Sicherheit kommen. Ein bisschen umschauen. Hier ist aber auch nichts, ey. Absolut nichts. Ich hoffe, ich treffe jetzt nicht auf irgendwelche Wölfe oder so. Das wird ziemlich, ziemlich schlecht. Ziemlich unvorteilhaft wäre das. Wir würden denken, oh, lecker. Unser Essen läuft direkt auf uns zu. Was für ein Service. Endlich liefern sie auch unser Fleisch aus. Es ist eigentlich gar nicht so witzig. Guck mal, hier ist es sogar ein bisschen wärmer als dort hinten. Noch haben wir keine Leiden. Das wird sich gleich ändern, habe ich so im Gefühl. Ja, sieht ja schön aus hier, der Fluss. Und ob der jetzt so viel bringt, das ist die andere Frage. Guck mal, hier ist es schön warm. Ich glaube, jetzt ist es wieder voll am Tag. Kann das sein? Es macht bestimmt immer so ein kleines Geräusch, wenn Nacht und Tag Wechsel ist. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es könnte durchaus sein. Wo kommen wir hier nur hin? Vielleicht führt das auch einfach nur einmal einen Kreis. Wieder zurück aufs Wasser, auf den See. Boah, bestimmt. Okay. Wir frieren, es ist kalt. Und ich fühle die Kälte direkt hier. Als wenn ich auch friere. Kein Scherz. Hier gibt es noch ein paar Zweige. Ach nee, doch nicht. Kann man das mitnehmen? Bartflechte kann man mitnehmen. Auf der anderen Seite auch noch. Dann lese ich nochmal was. Eine Flechte, wie man sie in den alten Weidern Norwegen. Hm, toll. Das ist bestimmt auch ein schönes Zunder oder irgendwie so. Zundermaterial. Was? Was? Diesmal schafft sie es nicht? Oh. Scheiße, unterkühlt. Schlafsack hinhauen. Schlafsack, Schlafsack, Schlafsack. Platzieren. Eine Stunde ausruhen. Ich hoffe, das bringt was. Wir sind ja ein bisschen geschützt, so rein theoretisch. Ich höre das Herz schlagen. Das ist nicht gut. Nee. Oh, ich glaube, ja. Es geht uns überhaupt nicht gut. Es ist einfach viel zu kalt. Ich will aber nicht, dass du hier stirbst. Oh Gott. Finde mich doch irgendjemand. Ist da irgendjemand? Irgendjemand, der mir helfen kann. Ich weiß überhaupt gar nicht mal, wo ich bin, so richtig. Wow. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben hier unseren ersten Tod. Da haben wir ja nicht besonders lange gebraucht. 2 Tage überlebt. Nur 2 Tage. Flussnordzugang. 1%. Oh Gott, alles verschwimmt. Eine Brücke. Dort ist eine Brücke. Können wir hier nicht ein Feuer machen oder so? Warum kann man hier nicht so ein scheiß Feuer machen? Ja, das war's. Du bist einst mit der langen Dunkelheit geworden. Deine Überlebensdauer 2 Tage, 4 Stunden und 34 Minuten. Ja, schade, würde ich sagen. Obwohl, es bringt echt viel Spaß. Ein schönes Spiel, wie ich finde. Und ich denke, wir werden es auch nochmal versuchen. Es muss doch zu schaffen sein, länger zu überleben. Das war ja jetzt auch erstmal nur der Anfang. Wir müssten erstmal gucken, wie alles funktioniert und so. Und jetzt wissen wir auch schon, wo was ungefähr zu finden ist. Könnte durchaus vorteilhaft sein. Einmal zurück ins Menü, bitte. Und ich würde sagen, einen Versuch machen wir noch, aber erst in der nächsten Folge. Also bis später und auf Wiedersehen.